herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und Leute, ihr wisst nicht, was ich letzte Nacht gemacht habe. Oh mein Gott. Wenn ich mich jetzt umdrehe, dann seht ihr den da. Und da würde ich sagen, wir gehen da mal hin. Ja, wir wollen hingehen. Hallo. Und Alter, das war so dermaßen nervenaufreißend und einfach nur lästig, die ganze Zeit Folgendes zu machen. Ich kann euch das nochmal zeigen. Zack. Hallo Kirito. Ihr seht, drei Sterne, zwei Sterne. Aber 9000 von 9000 Punkten. 12.000 von 12.000 Punkten. Und dann dachte ich mir so, okay, ich probier mal ein weiteres Mal Level 40. Hier 370 von 500 für das nächste, weil es geht hier bis, lass mich jetzt schauen, bis 15.000. Und ja, ich habe für dieses Level anstatt zwei fast vier Minuten gebraucht, um den Boss zu besiegen. Das ist alleine unmöglich. Also für mich jedenfalls. Für andere, ich habe mit einem gesprochen aus der Gilde und der meinte, er könnte das in ein paar Sekunden mit mir halt durchwaschen. Und ja, das machen wir heute auch, glaube ich. Und ja. Dann schaue ich mal kurz. Ich habe nur 180 Gems. Naja, was machen wir heute? Ich würde sagen, ich gehe mit euch auf Ebene 7 und erkläre euch nochmal ein, zwei Sachen aus dem Menü hier. Also da. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. So, da bin ich wieder. Was machen wir hier? Ich würde sagen, Monster kloppen. Nachdem ich jetzt das Menü da erklärt habe und mal sehen, was haben wir hier? Das Equipment. Das Equipment ist halt das, was man ausgerüstet hat auf den zwei Sets. Sprich, Schwerter, Schilder, Rüstung, Bogen, Speer, Axt, was auch immer. Und ja, das gleiche gilt dann auch für deinen Partnerbot. Und da sind wir schon eigentlich durch, was Equipment angeht, weil das sind halt nur Rüstung und Waffen. Avatar ist das, was man alles so gezogen hat oder gekauft hat mit diesen blauen Münzen. Hier seht ihr das mit dem blauen Kreis mit den zwei Punkten drin, mit den zwei Zeichen drin ist halt mein Partner. Und sie hat momentan das rosane Oberteil, das schwarze Unterteil und so ein Kranz auf dem Kopf. Und ich habe halt so eine Neidrüstung, eine Maske und ein Fuchsschwanz. Items. Die Items sind Sachen, die man von Monstern bekommt, aus Dungeons bekommt, Events bekommt, die man einfach so halt durchs Monsterkloppen allgemein bekommen kann. Sachen wie jetzt Potion, also Medikits, Wiederbelebung und so weiter, das sind ein paar Ausnahmen. Die bekommt man nicht so von den Monstern, glaube ich. Die bekommt man halt durch Quests machen, aber ich kann mich da auch irgendwie gerade irren. Und da würde ich auch nochmal auf Seite 1 ein paar Items durchgehen. Und Seite 2 ein paar Items. Ich glaube, der Rest müsste theoretisch nur diese Beutel sein.
die man von den Monstern auf den jeweiligen Ebenen bekommt, und auf Seite 5 sind auch so noch zwei Items, die man erklären könnte. Da seht ihr diese 10 blaue Coins, mit denen kann man sich die Avatare kaufen. 500 kostet ein Oberteil, 100 müsste normalerweise der Unterteil sein, 25 die Accessoires wie Maske, ne, Maske habe ich gezogen, wie Umhänge und so weiter. All das kostet dann halt eine gewisse Anzahl von Coins. Gifts sind Geschenke, ich habe total halt keine Geschenke. Niemand mag mich. Nee, das ist, wenn man jetzt einen Dungeon oder so gemacht hat, man bekommt dann, je nachdem wie weit man ist, 50 Arcana Gems, diese 180, die ich da oben habe. Da werden die als Geschenk vom System mir übermittelt. Und die kannst du abholen. Das gleiche gilt dann auch für Skills. Dann noch für goldene Frames. Und das war's. Also ich bekomme manchmal diese Frames oder so. Wenn man jetzt zum Beispiel beim Daily einloggt, da ist es definitiv sicher, dass man diese so in die Geschenkbox bekommt. Und der letzte Punkt gehe ich ein anderes Mal durch, weil der ist etwas größer. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur Stelle, wo die Mönche sind. Und da klappe ich mal, weil ich brauche noch, ich habe jetzt 7, normalerweise 35 dieser Fruit of Destruction Free, weil ich mir damit noch einige Sachen craften muss. Halt Mobs, die etwas größer sind. Ich guck da nicht an. Das war das falsche Monster, Junge. Da hab ich hier wieder zwei Leute angegriffen. Nur zwei Kira. Und auf einer kleinen Ebene hat man dann halt auch mehr XP bekommen. Das ist auf jeder Ebene, es müsste theoretisch so sein, ne? So. Schön, ja, man wird sich, bevor man die spielt, sich über das Spiel informieren. Ja. Wir haben eine tolle Idee. Ich switch doch mal. Wäre eigentlich eine gute Idee, aber. Manchmal ist es lustiger, wenn man unwissend ist und sich dann halt dem Spiel widmet. Und so lernt man halt gemeinsam Dinge mit einem anderen. Ich wusste, dass es viel. So, und ich würde sagen, weiter geht's. Und ja, so kann das stundenlang gehen. Leute, wenn ihr auf einer gewissen Ebene seid, ein gewisses Level habt, dann heißt es ein Großteil farmen, weil dann die Story sehr kurz gefühlt ist und dann hat man die meiste Zeit damit verbracht zu farmen, um das nötige Level zu erreichen für die nötigen Waffen, Rüstung etc. und ja. Naja, eigentlich macht das auch Spaß. Vor allem, wenn man ein höheres Level hat, hat man auch bessere Rüstung und dann machen die Monster weniger Schaden. Und wenn sie weniger Schaden machen, kann man auch locker sich mit einer Gruppe anlegen. Das macht auch ganz gerne so in so Gruppenfight, 4 gegen 1 oder so. Das ist manchmal so voll mein Ding und ja. Alter, wie viel Leben hat der abgezogen bekommen? Junge. Weißt du was? Ich mach mit dem mal eine Party und dann heile ich den mal eben. Er bekommt 700 Schaden. Ne. Was hat er für Skills?
5 Sterne Skill, aber hä? Hat er keine Potions? Nee, ich lade ihn erstmal kurz ein und hoffe, dass er annimmt. Eigentlich mache ich das so gut wie nie, Leute in der Party einladen. Aber wenn ich sowas sehe, nee. Ich glaube, der nimmt an, oder? Nee. Komm schon, nimm an. Ja, er hat angenommen. Okay, 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 warte. Ich brauche jetzt den nicht, sondern schnapp mir den. Heil den mal. Weil sonst verreckt er mir noch. So, ich mach jetzt mal weiter. Ich habe diese 42 Items zusammen. Wenn nicht, dann mache ich einen Cut und farbe dann so lange, bis ich die zusammen gefunden habe. So, Mann, oh Mann. Auf Seite 5, dann eine zurück, Seite 4, zack, zack, zack. Ich dachte schon so 48, aber nee, das ist erst 32, okay. Aber wir haben das sehr schnell gefarmt, finde ich. Auch mit diesem anderen Team, das geht viel, viel schneller. Ohne den wären wir jetzt wahrscheinlich in der Hälfte oder so von 32, wahrscheinlich so 16 oder sowas. Also Farmen in einer Party ist vorteilhaft, wenn man schnell an gewisse Items kommen möchte. Vorausgesetzt, er bleibt auch so lange in der gleichen Map wie du. In diesem Fall habe ich ja Glück. Also sehen wir uns wieder, wenn ich alles zusammen habe. So, nach einem kleinen Cut melde ich mich wieder zurück und wir haben zurzeit genau, warte mal, ich habe das nicht so exakt auf 42 gemacht, sondern einfach drauf losgekloppt mit dem Typen, der ist jetzt auch aus der Party raus. Ich glaube, der, keine Ahnung, was er jetzt macht, aber er meinte, wir würden das mal wiederholen. Wir haben jetzt einfach mal 68 dieser Items. Ihr seht es hier, da. 68 Stück. Und ich würde sagen, das reicht mehr als genug für diese drei Sachen, die ich mir craften möchte. Um was handelt es sich hier dabei? Schild, Bogen und Schwert. Das machen wir auch gleich. Dann habt ihr schon von dieser Kategorie schon eine kleine Sache gesehen. Und zwar habt ihr hier noch mehrfach Sachen. Skill Record, Equipment, Produktion. Ihr wisst, was Produktion ist, oder? Crafting. Und ja. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal. Was wollte ich zuerst machen? Ja, stimmt, Schild. Schild. Wo haben wir den? Und ich wollte da. Den machen wir jetzt auch. Zack. Zack. Und sein Bonus ist 400 HP. Nice. Dann wollte ich ja noch den Bogen machen. Na, na, na. Bogen. Da haben wir Bogen.
sehr, sehr viele Bögen. Und ich mache mir jetzt einen Bogen. Und zwar den. Produktion. Defense Bonus 14, Attack Bonus 8 und Defense Bonus 19. Okay, sehr gut. Und zu guter Letzt das Schwert. Ich könnte mir theoretisch noch etwas craften, aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung was, vielleicht ein Dagger. Aber das überlege ich mir jetzt noch sehr, sehr, sehr gut. Oh. Wir brauchen da einen Zahn. Und ich glaube, ich weiß, von wo ich ihn herbekomme. Gut, dann, mach ich das? Oh, ich habe ein Achievement. Das sind die Erfolge. Und da ist das Beispiel mit den Gems und den Geschenken. Ich nehme die jetzt. Jetzt macht's Ding Ding. You have a gift. Okay, ich habe ein Geschenk bekommen. Ich klicke drauf und da sind die 20 Arcana Gems. Die nehme ich mir dann natürlich da raus. Und dann schaue ich kurz. Jetzt habe ich 200 Arcana Gems. So. Dann muss ich jetzt mal laufen. Laufen. Map. Wo bin ich? Ach nee, dahin kann ich nicht gehen, weil das Ding an dieser Map ist. Ihr seht ja sicherlich diese kleinen Striche da und da. Ja, sehr gut mit diesem fetten Kreis. Aber hier so. Da. Da seht ihr sicherlich diese Linien. Hey, da ist ja wieder Toxic. Toll. Und wir können von da aus nur runtergehen. Und das heißt, wir müssen von hier. Warte mal. Von hier halt diesen ganzen Weg da hochgehen bis zu diesem grünen Punkt. Nee, warte, da können wir. Nee, wie dumm, hier können wir auch hingehen. Ach, Flo, was denkst du dir gerade da? Alter, stimmt ja, wir können ja von hier nach dahin gehen. Ja, sind wir schneller. Ach nee, wir wollen ja in die andere Map gehen, dann müssen wir ja dahin. Auf zu früh gefreut. Klar, wir können den Border benutzen, aber gut. Es ist alles eine Gründe, Leute. Schreibt ihr mir gerade? Er schreibt Help. Hä? Huh? Ganz überrascht natürlich. Du-du-dum. So. Ich glaube, der möchte wieder in der Party. Keine Ahnung. Ja. Gut, wir müssen aber trotzdem diese andere Map rein. Wo geht's? Wir müssen da lang. Wir müssen nur durch diesen Baumstamm. Alter, Leute, schaut euch das mal an. Wow. Ist das nicht der Hammer? Oh, stimmt ja. Ich wollte ja Ebene 7 mit The Zero erkunden. Hoppla. Jetzt habe ich Ebene 7 gespoilert. Huch. Das merke ich gerade so nebenbei. Naja, passiert. Warte mal, kann ich. Nee. Okay. Habe ich ihn in meiner Freundesliste bei Community und Follows? Weil vorhin habe ich ihn da nicht gesehen. Ach nee, ne? Nee, in meiner Freundesliste ist er nicht. Ja gut. Um ihn halt in eine Party wieder einzuladen, wenn ich in einer anderen Map bin, muss ich schon zum Titelbildschirm gehen.
Das heißt, ich mache einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, dann schauen wir das mal kurz. Ist er online? Ist er online? Ist er überhaupt in den Follows drin? Weil ihr seht ja, da ist das Ding weg. Ja, ist online. Okay, wir haben ihn drin. Gut, wir müssen immer noch dahin gehen. Wegen diesem Zahn. Alles klar, los. Dann würde ich sagen, oh hey Juno, ich gehe mal schnell dahin. Ein bisschen jumpen, lalala. So, da hinten müssen jetzt diese blauen Dinger aufkommen. Yeah, wenn ich das sage, dann passiert's auch. Leute, Wuthering Woods. Lass mich mal kurz überlegen. Hier? Yeah. Ach nee, die bekomme ich auf Ebene 6, oder? Oh. So, da sind wir. Wir sind jetzt auf Ebene 6. Ach nö, ich spoiler hier ja alles zu. Wir sind ja erst auf Ebene 2 fertig. The Zero und ich. Und wir wollten jetzt noch die Ebene 3 machen. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wann er aufnehmen möchte. Weil er selbst hatte auch jetzt die letzte Zeit durch sein schlechtes WLAN Probleme mit dem Hochladen. Und ja, mal sehen, ob da noch was gemacht wird jetzt die nächsten Tage. Oder ob das jetzt wieder 20.000 Jahre dauert, bis wir irgendwie eine gemeinsame Aufnahme haben. So, hier haben wir Predator Fish. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das die sind oder die in der anderen und jetzt in der zweiten Map von Ebene 6. Okay, dann switch, bam und switch über. Nö, nix. Dann würde ich sagen, wir gehen hier hin über die Brücke zur Map Nummer 2. Weil ich brauche das, ne? Also ich möchte schon mein Schwert haben. Warum willst du nicht Schwert haben? Ja, sorry Leute. Jetzt einfach, weil ich jetzt auch einen Kirito Birthday Dingsbums da gezogen habe, irgendwie sowas. Ein Skill von diesem Geburtstag halt und ich möchte den auch mal benutzen. Moment, ist ja mein zweites Set, ein Rapier. Kein Schwert, aber ich benutze momentan Dagger, weil mein Dagger jetzt Statisch Weapon Proficiency Level 14 ist. Also The Mastery. Ich habe keine Ahnung, wie weit das hochgeht. Die Sachen lernen? Scheint so, ne? Warte mal. Mal sehen, was das jetzt macht. Ich habe hier auch Monster. Das ist gut. Ne, jetzt habe ich kein komisch Namen des. Ich hab ihn auch noch vergiftet. Ich hasse diese Biester hier, ne? Das sind Motten. Was sind die komischen Kakerlaken? Ich nenne die immer Kakerlaken. So. Aber was? Nee. Hä? Wo komme ich denn diese Items her? Junge! Ich müsste mir mal so eine Notiz zulegen mit allen Items, die ich auf welcher Ebene von welchem Monster bekomme. Das wäre hilfreich für mich, weil ich verhalte das irgendwie nie. Das ist traurig. Traurig. Naja, ich würde sagen, ich beende die ganze Folge jetzt, weil die geht schon. Wenn ich jetzt beides zusammensetze, eine Stunde und dann muss ich das noch alles cutten. Und ja,
Dieses Video beinhaltet blablabla, sehr viele Cuts. Und damit, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.